Willkommen zu einem Infofilm der MSX-FAQ. Wenn es um Sicherheit von E-Mails geht, fällt sehr schnell der Begriff einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und anscheinend interpretieren insbesondere Behörden und sogar Anwaltskammern diesen Begriff sehr kreativ. Ich verstehe darunter eine Verschlüsselung vom Einflussbereich des Absenders bis zum Einflussbereich des Empfängers ohne Wenn und Aber. Als Ende an meiner Seite sehe ich zum Beispiel meine Haustür an, die nach draußen geht und nicht erst meinen Schreibtisch. Quasi ein verschlossener, ungeöffneter Postbrief auf dem Weg in den Firmenbriefkasten. Das heißt, mein Gebäude oder meine Firma muss nicht unbedingt der bis zum Ende durchverschlüsselt sein. Das heißt, natürlich kann meines Sekretariats den Brief im Auftrag von mir öffnen. Eine Umschlüsselung, wie dies bei der E-Mail oder auch beim BEA, beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach integriert ist, verträgt sich aus meiner Sicht nicht mit dem Ansatz einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Daher habe ich hier eine Kurzfassung zum Thema Verschlüsselung mit unterschiedlichen Absätzen und verschiedenen Ansätzen als Vortrag zusammengestellt. Wir fangen erst einmal einfach an. Die einfachste Option, eine Information gegen fremden Zugriff zu sichern, ist ein Kennwort, das auf ein Dokument oder das auf ein Tipparchiv vergeben wird. So kann das Dokument nur von jemandem gelesen werden, der das Kennwort kennt. Und das Kennwort muss nur lang genug sein, dann ist der Aufwand, dieses zu knacken, auch sehr gering. Wenn ich hier weiterschaue, das heißt, dieses Dokument wird dann so verschlüsselt, wie es ist, zur anderen Seite übertragen und natürlich auch das Kennwort muss irgendwie zur anderen Seite mit übertragen werden. Ansonsten kann der Empfänger das nicht sehen. Das ist natürlich auch das Problem. Wie bekomme ich das Kennwort entsprechend sichere auf der anderen Seite? Es gibt aber noch weitere Einschränkungen, wenn man wenn man ein Dokument zum Beispiel an mehrere Personen senden möchte, dann kennen letztlich alle Personen das gleiche Kennwort. Es verbietet sich also, das Kennwort häufiger zu verwenden. Und je mehr Dokumente Sie verschlüsseln, desto mühseliger wird das Ganze mit den Kennwörtern. Weil Sie müssen ja dann jedes Dokument mit einem eigenen Kennwort verschlüsseln. Sie müssen sich das irgendwo aufschreiben. Sie haben eine Kennwortliste, die entsprechend immer länger wird. Insofern, die symmetrische Verschlüsselung ist an sich schon ganz in Ordnung. Und sie ist sogar sicher, wenn das Dokument ein einmaliges Kennwort hat. Aber sie ist auch komplex, sie zu handhaben. Und auch das Kennwort sollte ja nicht gerade aus 3, 4, 5 Buchstaben bestehen, sondern entsprechend länger sein. Aber merken Sie sich mal, eine symmetrische Verschlüsselung ist so sicher wie das Kennwort, das Sie dazu verwenden. Es muss uns also nur gelingen, die symmetrische Verschlüsselung benutzerfreundlicher hinzukriegen. Jetzt wissen Sie natürlich sicherlich auch, dass es eine sogenannte asymmetrische Verschlüsselung gibt. Sie haben sicherlich schon was von RSA gehört. Das sind die drei Buchstaben, stehen für die Familiennamen der Mathematiker Rivest, Shamir und Adleman, die um das Jahr 1976 eine mathematische Theorie der Herren Whitfield Diffie und Martin Hellman überprüft haben. Und sie sind so auf eine Formel gestoßen, die eine ganz besondere Funktion hat. Man errechnet mathematisch zwei Schlüssel, einen Key 1 und einen Key 2. Dazu gehören auch Primzahlen mit dazu. Und diese beiden Schlüssel haben folgende Besonderheit. Eine Information, die ich mit einem Schlüssel verschlüssle, kann nur mit dem anderen Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Das heißt, wenn ich den Key 1 habe für mich, den behalte ich bei mir privat und Key 2 ist den ich nach draußen gebe an alle meine Leute, die mir was schicken möchten, dann kann die Gegenseite einfach mit diesem öffentlichen Schlüssel eine Information verschlüsseln. Und wenn sie das verschlüsselt hat, schickt sie es zu mir und ich bin der Einzige, der diese Information wieder entschlüsseln kann. Verschlüsselung heißt also, die Gegenseite schickt mir etwas verschlüsselt, indem sie meinen öffentlichen Key nutzt und mit meinem öffentlichen Key die Information verschlüsselt, das verschlüsselte Dokument überträgt und ich kann es wieder entschlüsseln. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, öffentlicher Key, da könnte ja jeder kommen. Richtig, der öffentliche Schlüssel, also meinen öffentlichen Schlüssel, den Sie haben müssen, den lasse ich von irgendjemandem signieren. Da macht also eine Zertifizierungsstelle oder wer auch immer seinen Stempel drauf, um die Daten zu bekommen. Verschlüsselung ist aber nicht alles. Verschlüsseln heißt ja nur, ich bekomme Informationen gesichert, aber ich weiß nicht, ob der auch wirklich der ist, für den er sie ausgibt. Also kommt natürlich die Signatur noch mit dazu. Signatur heißt also jetzt nicht Disclaimer unten drunter mit Unterschrift und Handelsregisterauszug, sondern eine digitale Signatur, mit der sichergestellt wird, dass das Dokument unverändert übertragen worden ist und über den der Absender ausweist, dass er es ist.
Das funktioniert wieder mit privaten und öffentlichen Schlüssel, aber diesmal nicht mit meinem als Empfänger, sondern mit dem privaten und öffentlichen Schlüssel des Absenders. Der Absender nimmt sein Dokument, ob es verschlüsselt oder nicht, sei dahingestellt, macht darüber eine Prüfsumme und diese Prüfsumme verschlüsselt er mit seinem privaten Schlüssel. Und diese Information wird quasi dann übertragen. Das heißt, die Information selbst muss nicht verschlüsselt sein, sie ist nur signiert. Und ich als Empfänger nehme den Public Key, den mir der Absender eleganterweise gleich mitschickt und der natürlich von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle unterschrieben ist. Und anhand diesen Public Keys mache ich denn die Prüfsumme auf, die als verschlüsselter Inhalt angehängt ist. Sehen Sie sich, die Prüfsumme wurde mit dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsselt und ich kann sie mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders wieder dekodieren. Und über den Weg habe ich die entschlüsselte Prüfsumme. Ich mache den gleichen Hash-Algorithmus über das Dokument, vergleiche die Ergebnisse und wenn sie gleich sind, bin ich A sicher, dass das Dokument nicht verändert worden ist und ich bin B sicher, dass dieser Public Key der Schlüssel zum Entschlüsseln war. Das heißt, der Absender muss der mit dem privaten Schlüssel dazu gewesen sein. Damit habe ich das also auch erschlagen. Jetzt können wir das kombinieren. Wir können also E-Mails verschlüsseln und signieren. Das heißt, wenn ich verschlüssle, heißt es, der Absender verschlüsselt die Anlagen und den Mailkörper. Übrigens nicht den Betreff und auch nicht die Info, dass es der Absender ist. Die werden jetzt symmetrisch mit einem Einmal-Kennwort verschlüsselt. Und dieses Kennwort, darüber mache ich mir die Mühe, mit einem Public Key des Empfängers dieses Kennwort zu verschlüsseln und dran zu hängen. Jetzt, wenn Sie ein Stück weiter denken, wenn ich eine E-Mail an 5 Leute zum Beispiel schicke, dann nehme ich den Inhalt selbst, die Mail wird einmalig symmetrisch verschlüsselt und diesen Einmal-Key, den kann ich 5-mal verschlüsseln und zwar mit dem Public Key eines jeden Empfängers und mit dranhängen. Stellen Sie sich einfach vor, da kommt ein Paket und auf dem Paket ist ein Briefumschlag und dran hängen 5 kleine Schatztruhen, in denen der Schlüssel zum Aufschließen drin ist. Und jeder Empfänger öffnet quasi die für ihn geeignete Schatztruhe, um die Mail zu So, jetzt schauen wir uns den Begriff Ende zu Ende nochmal an. Ganz links ist Alice, ganz rechts ist Bob. Und wenn Alice an Bob etwas schickt, dann kann Alice mit ihrem privaten Key die Mail signieren. Alice nimmt den Public Key der Gegenseite, nämlich des Empfängers von Bob, verschlüsselt die ganze E-Mail symmetrisch, der Schlüssel selbst wird asymmetrisch verschlüsselt und die Mail geht auf die Reise. Und die komplette Mail ist von Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, sie geht über das interne LAN schon verschlüsselt, sie geht über das Netz bis zur Firewall, sie geht über das Internet und auf der Gegenseite. Das heißt, niemand kann in die Mail reingucken. Die Relaisstationen können natürlich sehen, von wem nach wem eine Mail geht. Sie sehen auch noch den Betreff, aber sie sehen nicht den Inhalt. Und Alice und Bob können sicher sein, dass die Anlage, zum Beispiel eine Rechnung oder ein Vertragsentwurf, auf jeden Fall verschlüsselt ist von Ende zu Ende. Das ist sicher. Die Daten sind verschlüsselt. Es ist wirklich 100% End-to-End, aber es gibt natürlich auch Einschränkungen und die sind gerade für Firmen gar nicht zu unterschätzen. Wenn nämlich die E-Mail an Bob komplett verschlüsselt ist, dann funktioniert kein Stellvertreter. Das heißt, wenn Bob krank ist, kann niemand anderes die Mail lesen. Bob kann auch keine Regel machen. Wenn eine Mail von so und so kommt mit dem und dem Inhalt, dann bitte Folgendes tun. Ein Firmengateway kann nicht auf Viren scannen, weil der Inhalt ist verschlüsselt. Wenn Alice also ein böser Mensch ist und durch den Public Key von Bob ja einfach verschlüsseln kann, kann er natürlich auch Schadcode anhängen. Das kann selbst ein Exe-File oder ein VB-Skript sein. Kein Virenscanner kann reingucken, was das ist. Nicht mal den Typ der Nachricht erkennt. Auf der Seite von Alice kann ich natürlich keinen Disclaimer dranhängen. Das heißt, wenn diese gerichtlichen Vorgaben, dass man Handelsregisternummer und so weiter alle dranhängt, das funktioniert auch nicht. Ein Spamfilter auf der Seite von Bob kann wirklich nur die IP-Adresse und den Header nutzen, aber nicht den Content. Und damit gehen viele Möglichkeiten für einen Spamfilter schon nicht mehr. Die Schlüsselverwaltung selbst liegt in der Hand des Anwenders. Was passiert, wenn Bob seinen privaten Schlüssel irgendwie verliert? Es reicht schon, wenn er einen neuen PC bekommt und vergisst, ihn mitzunehmen. Dann kann er nicht bloß neue Mails nicht mehr lesen, er kann auch seine alten Mails nicht mehr lesen. Das heißt, als Arbeitgeber muss ich mir Gedanken machen über das Thema Schlüsselrecovery. Das heißt, ohne meinen privaten Key kann ich die Mails nicht lesen. Was mache ich jetzt, wenn ich meine E-Mails per Browser in Ober lesen oder auf dem Mobilgerät lese oder auf wechselnden PCs lesen? Also muss ich diesen privaten Key, der offiziell ja nicht exportierbar sein sollte, trotzdem irgendwie mobil halten. Alles nicht so einfach. Deshalb haben einige Leute gesagt, ach, wir machen Transportverschlüsselung, das ist auch Ende zu Ende. Na, ist es nicht. Transportverschlüsselung heißt, dass der
Übertragungsweg statt POP3 über TCP, zum Beispiel POP3 über HTTPS, über SSL, verschlüsselt wird. Sie sehen aber unten an den Pfeilen schon, die Verschlüsselung passiert immer nur zwischen den Kommunikationspartnern. Und es ist nicht so, dass Alice direkt mit Bob kommuniziert, sondern Alice spricht mit ihrem Mail-Server, wo sie sich anmeldet. Da ist natürlich eine Verschlüsselung so oder so ratsam, dass zum Beispiel das Kennwort nicht ungeschützt über die Leitung übertragen wird, mit der sich Alice an seinem Mail-Server authentifiziert. Der Mail-Server schickt es dann wegen mir weiter in ein DMZ-Relay. Auch das kann man mit SSL verschlüsseln, aber auch das DMZ-Relay hat die Mail im Klartext. Ist natürlich von Vorteil, damit kann man Disclaimer dranhängen und Spamfilter machen. Und auch das Relay verschickt die Mail dann wieder zum nächsten Hop über SSL verschlüsselt. Allerdings hat Alice keine Möglichkeit zu steuern, dass es wirklich alles SSL verschlüsselt sein muss. Wenn hier sich einer reingrätscht und sagt, wir verhindern SSL, dann werden die meisten Mail-Server, die nach dem Prinzip Opportunistic TSL arbeiten, die Mail dann unverschlüsselt weiterschicken und damit freuen sich natürlich wieder die Bösen und die guten Jungs, die behaupten, die Guten zu sein. Wenn die Mail dann beim Ziel ankommt, kann natürlich, da sie ja bei dem Mail-Server beim Ziel wieder unverschlüsselt vorliegt, ein Spamfilter, ein Virenschutz, eine Archivlösung, kann alles an der Stelle eingreifen. Die Mail wird dann wieder weiterhin über Transportverschlüsselung zum Mail-Server zugestellt, dort liegt es aber auch unverschlüsselt. Das heißt, auch Stellvertreter können darauf zugreifen und Bob kann natürlich auch über die verschiedenen Wege darauf zugreifen. Aber es ist natürlich kein Schutz. Jetzt kommt eine dritte Variante, die ist so ein bisschen, die habe ich ja bei der Einleitung schon ein bisschen erklärt. Und zwar, wie ich gesagt habe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt bei mir, mein Ende ist meine Haustür, nicht mein Schreibtisch. Oder bei einer Firma könnte man sagen, das Firmengebäude ist das Ende. Und es gibt Lösungen, die quasi auf diesem Gateway die Verschlüsselung machen. Das heißt, im internen LAN kann man Transport verschlüsseln, macht man gerne, damit Kennwörter eben nicht sichtbar sind und dass ein interner Angreifer die Mails nicht einfach mitlesen kann. Aber auf den Mail-Servern sind sie nicht verschlüsselt und auf dem Client muss er auch nicht direkt verschlüsselt sein innerhalb von Outlook. Sobald die Mail aber das grüne Firmenunternehmen von Alice verlässt, dann wird sie entsprechend per SMIME oder PGP oder was auch immer verschlüsselt oder wegen mir auch per TLS zusätzlich oder erzwungenermaßen TLS. Das liegt jetzt alles in der Hoheit des Administrators, des Gateways. Auf der anderen Seite ist das Gleiche, dass auch dort ein Gateway diese Mail wieder annehmen kann und auf dem Gateway über die Schlüssel die Mail wieder dekodiert wird. Es kann Spamfilter funktionieren, es funktionieren Virenscanner, es funktionieren Stellvertreter, alles Mögliche ist weiterhin möglich. Man hat aber über das unsichere Internet, also wir sprechen über den rosanen Bereich in der Mitte, dort ist alles verschlüsselt und zwar wirklich sicher verschlüsselt, weil ansonsten die Gateways sagen, ich kann die Gegenseite nicht verschlüsselt erreichen, ich lasse die Mail gar nicht erst raus und sende dem Absender eine Info, dass er entsprechend reagieren kann. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit, sowas zu steuern. Jetzt gibt es noch eine vierte Variante, also neben Ende zu Ende vom Anwender, neben TLS, was nicht wirklich zählt, und einer Gateway-Verschlüsselung, was für Firmen eigentlich optimal ist. Es gibt noch die Funktion Rights Management, also RMS von Microsoft genannt oder IRM oder Azure RMS oder wie auch immer. Es gibt auch andere Anbieter. Das Ziel von RMS ist der Rechteschutz. Sie kennen das vielleicht aus den Zeiten, als MP3-Dateien mit RMS geschützt worden sind, wenn sie also ihre Musik abhorten, dass sie die Musik nicht weitergeben konnten, was mittlerweile als Geschichte ist. RMS verschlüsselt Informationen und RMS stellt sicher, dass nur die entsprechenden Empfänger die Mails wieder lesen können. Soweit ist es identisch mit E-Mail. RMS kann aber noch viel mehr. Per RMS kann ich nämlich noch definieren, ob die E-Mail gedruckt werden darf, ob man sie weiterleiten darf. Bedenken Sie dran, wenn Alice eine E-Mail verschlüsselt an Bob schickt und Bob liest die, kann Bob die Informationen nach seiner Vorgabe weiterverarbeiten und weitergeben. Alice kann also nicht kontrollieren, ob Bob die verschlüsselte Mail weiterleitet oder nicht. Das ist mit RMS allerdings möglich. Da RMS den Inhalt, den Content, die Information schützt, ist es völlig egal, ob die Information der Transport selbst verschlüsselt oder unverschlüsselt ist. Allerdings muss Bob als Empfänger natürlich nachweisen, dass er Bob ist. Das passiert meistens über die E-Mail-Adresse, also eine Live-ID oder ein Office 365-Konto. Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Clients und die Endgeräte das können und dass die Dokumentformate funktionieren. RMS funktioniert wunderbar mit E-Mails, mit Word- und Excel-Dateien, mit PowerPoints und glaube ich auch mit PDF-Dateien. Alles andere wird natürlich komplizierter und da RMS sehr viel leistungsfähiger in der Funktion ist, ist es natürlich auch etwas teurer. Wenn man das mal schnell gegenüberstellt, wobei die Tabelle sie natürlich selbst bewerten müssen, aus Hinsicht der Anwenderfreundlichkeit,
Ein Einmal-Kennwort mit also Word-Dokumente mit Kennwörtern zu sichern, ist nicht wirklich anwenderfreundlich. Man kann es machen, vielleicht mal als Ausnahmesituation, aber nicht für den Regelfall. Der TLS-Transport ist für den Anwender eigentlich am einfachsten, weil er muss gar nichts machen. Der Server-Admin stellt Zertifikate bereit und das Einzige, was der Anwender machen muss, er muss halt sagen, ich muss HTTPS statt HTTP nutzen oder ich muss IMAP 4S statt IMAP 4 nutzen. Das ist aber üblich. Ein Ende-zu-Ende S-MIME-Funktion, das heißt, das ist für den Anwender schon knifflig, weil er nämlich dann sich selbst um seine Schlüssel und seine Keys kümmern muss. Er braucht ein Add-on für sein Outlook, für PGP zum Beispiel. S-MIME kann Outlook alleine. Auch für Mobilgeräte oder für Browser muss man sich angucken. Eine Gateway-Lösung basierend auf S-MIME PGP ist auch für die Sicht des Anwenders natürlich am einfachsten. Er muss gar nichts machen. RMS und anwenderfreundlich. Naja, man muss den Anwender natürlich schulen, was er da tut. Wenn er ein Dokument schützt, heißt es, das Dokument ist geschützt. Das ist wichtig. Wenn der Anwender das Unternehmen verlässt, kommt er auch an die Dokumente nicht mehr ran. Der Schutz gilt auch für USB-Sticks und für Dropbox und sonst was. Allerdings ist es eine Infrastrukturmaßnahme, die spätestens ganz unten bei einem Thema Verwaltung und Anschaffungskosten natürlich negativ ins Kontor haut. Hohe Sicherheit gibt es eben nicht for free. Firmentauglich aus meiner Sicht nur das S-MIME Gateway. Jede Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist für Firmen nicht tauglich, TLS ist nicht gut genug, Kennwort ist auch nicht brauchbar. Aus dem Bericht der Sicherheit habe ich gesagt, Kennwörter sind sicher, wenn sie lange genug und einmalig benutzt werden. Deshalb sind sie ja nicht wirklich anwenderfreundlich. S-MIME, sei es auf dem Gateway oder zu Ende zu Ende, ist genauso sicher und RMS ist natürlich auch sicher. Der reine TLS-Transport sichert ja nur den Transport, also würde ich sagen, sicher ja, aber da die Zwischenstationen die Informationen unverschlüsselt haben, ist das Gesamtergebnis dann natürlich negativ. Bei den Anschaffungskosten sehen Sie einfach, ein Kennwort kostet quasi nichts, außer ein bisschen Arbeit, aber Sie müssen keine Zertifikate und nichts kaufen. Zertifikate brauchen wir halt bei S-MIME und bei Gateway S-MIME, insofern kostet es da ein bisschen mehr. Und die Verwaltung ist natürlich beim Gateway sehr einfach. Beim Transport mit TLS müssen Sie ab und zu Zertifikate austauschen. Beim Rest reden wir besser nicht drüber. Ich hoffe, die kurze Einleitung hat was geholfen, dass Sie neugierig sind und würde mich freuen über ein Feedback. Dankeschön.